Und wieder mal 40 Jahre Steamhammer und hier eine weitere Platte aus dem Steamhammer-Universum, wo ich sage, das ist ein Meilenstein für mich. Und zwar ist das das hier. Das ist die Band Hardware aus Hannover mit der EP In Cold Blood. Kam, wie gesagt, 1985 raus. Zu Hardware muss man wissen, Hardware Common Time Heroes, das Debütalbum, 84, war die allererste Steamhammer-Veröffentlichung. SH-001. Viele kennen es nicht. Viele erinnern sich nicht dran. Aber gerade wenn man in Hannover lebt, war das natürlich damals wichtig. Und ich bin mit der Band in Kontakt gekommen, weil ich selber in der Band gespielt habe. Und wir haben in dem Proberaum geprobt. Meine Band hieß Reaper. Und wie gesagt, Hardware waren nette Leute, gerade Jörg Franz, der Gitarrist. Und so kam es, dass ich dann den Fanclub gemacht habe, zusammen mit Jörn Schmidt. Jörn Schmidt ist besser bekannt dann unter Josh, der hat die Cover für die Abschlüsse im Brieftauben gezeichnet. Und wir haben halt hier den Fanclub gemacht. Und sogar ist das hier zu sehen, sind wir hier unten. Da ist sogar ein Foto von mir und Jörn. Und da haben wir den Fanclub gemacht. Und wie gesagt, die Platte, das ist Metal pur. Der Sänger Marc Städtler, der hat eine tolle Stimme. Bobby Schiprowski, das war super. Am Bass war damals Roland Kaschube, der heute das Magazin Der Bassprofessor herausbringt. Und es war eine tolle Zeit. Die Band hat Gigs gespielt im Vorprogramm von Viva, hat aber auch auf dem Altstadtfest in Hannover gespielt, in Hamburg in der Markthalle. Also die Band war wirklich auf dem Sprung. Leider ist das dann nicht mehr so passiert. Sie haben zwar eine Platte noch aufgenommen, die hieß Bonfire, ist dann leider nicht veröffentlicht worden. Schade eigentlich, weil das richtig toll ist. Wie gesagt, aber für mich, wie gesagt, hat das hier ganz besondere Bedeutung, zumal ich auch dabei war, als das Cover gemacht wurde. Das Foto, das war in der Werkstatt Südstadt in der Seilerstraße in Hannover, wo auch die Proberäume waren. Ich durfte mit meiner Band auch im Vorprogramm von Hardware spielen. Also das war eine tolle Zeit, das war eine interessante Zeit, wo ich auch viel gelernt habe. Aber wie gesagt, falls es irgendwie dieses Mal Teil zu greifen kriegt, gerade 6000 Bones, der Opener, ist wirklich Heavy Metal pur und macht heute immer noch Spaß.